Willkommen, Freunde! Endlich geht es weiter bei Nino Kuni! Ja, ist schon eine echt lange Zeit her. Muss da wieder ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Und ich dachte mir so, ja, hey, jetzt Silvester, wisst ihr, und dann, ja, mache ich doch eine riesige Spezialfolge hier draus. Die Folgen sind zwar sonst schon lang, aber wir sehen einfach mal, wie sich das streckt. Vielleicht mache ich auch zwei Teile draus, je nachdem. Weiß ich noch nicht, wie lange das eben wird. Ja, ich dachte mir, wir reden so ein bisschen über das Spielejahr 2013. Was fand ich besonders toll in 2013? Welche Spiele fand ich super? Welche Spiele vielleicht weniger? Ich sage vorweg, es werden auch Spiele darin vorkommen, die ich einfach 2013 gespielt habe, die aber nicht unbedingt in diesem Jahr erschienen sind. Viele Spiele von 2013 muss ich auch noch nachholen, wie Bioshock Infinite. Habe ich zwar als Let's Play gesehen, aber noch nicht selbst gespielt. Ich werde versuchen natürlich Spoiler zu vermeiden bei jedwegem Spiel. Ansonsten werde ich das hier irgendwo einblenden. Falls ein Spoiler kommen sollte, dann könnt ihr ein bisschen vorspulen. Ich hoffe, das ist euch recht so. Ach man. Bevor wir anfangen, muss ich schnell gucken, was wir überhaupt tun wollen. Wie komme ich doch mal ins Ding? Ah ja, hier. Entschuldigung. So, Questbuch. Genau, wir müssen ja noch ein paar Monster jagen, ne? Okay, dann gehen wir doch mal nach Schweinfurt. Wir könnten auch... Ja, machen wir es einfach so. Ja, also, ich glaube, bevor wir... Ja doch, nee, ich glaube, wir fangen einfach an. Also, und zwar gleich mit dem Titel, den ich derzeit am spiele. Habe ich auch noch nicht lange gekauft, erst gerade. Bin also noch nicht wirklich weit, aber es gefällt mir schon sehr gut. Und zwar handelt es sich um einen 3DS-Titel. Ja, 3DS-Titel gab es nicht so viel coole dieses Jahr, finde ich, aber ein paar schon. Und dazu gehört gerade mein Favorit dieses Jahr, obwohl ich ihn noch nicht lange gespielt habe, aber Bravely Default ist am 6. Dezember erschienen dieses Jahres, wenn ich mich nicht irre, ist eine JRPG. Die klassischen rundenbasierte Kämpfe gibt es da... Aber nicht ganz so klassisch. Es gibt ein bisschen ein neues System. Ein gewisses Brave und Default, wo man gewisse Punkte im Kampf sammeln kann, wenn man wartet und nicht angreift. Und dafür kann man dann später mächtigere Attacken loswerden. Es gibt ein Job-System, wie das in früheren Final Fantasy. Ja, das gab es ja damals da auch. So ein Job-System gibt es auch. Also je nach Job, das dein Typ hat, kann er halt andere Attacken machen etc. Zusätzlich kann er aber noch die Attacken eines zweiten Jobs haben. Das finde ich ganz cool, das ist ganz taktisch dann, je nachdem welcher Charakter halt dann, was der für einen Job ausübt und was der für einen zweiten Job hat. Ja, ich kann das schlecht erklären, auf jeden Fall ist es wirklich taktisch eigentlich, ja. Es ist nicht so taktisch wie jetzt ein Fire Emblem, aber doch, gefällt mir sehr gut, einfach weil ich auch ein Fan der alten klassischen Rollenspiele bin mit rundenbasierten Kämpfen. Das mag ich halt einfach. Und da kam mir dieses Spiel gerade recht. Die Story ist bis jetzt eigentlich auch ganz gut. Die Welt ist einfach geil. Weil es ist halt eine animierte Charaktere, aber die Welt an sich ist meistens gemalt. Und das sieht richtig geil aus. Und wenn man dann so in einer Stadt zum Beispiel stehen bleibt, dann nach 3-4 Sekunden zoomt das Ganze raus und man sieht einfach dann die komplette Stadt und sich selbst nur noch als kleinen Punkt. Und wenn man sich wieder bewegt, dann zoomt es wieder heran. Und das ist so schön, das glaubt ihr nicht. Also, wer einen 3DS hat und JRPGs mag, sollte sich Bravely Default wirklich, wirklich holen. Ein wahnsinnig gutes Spiel, Leute. Echt. Jetzt wollen wir mal sehen, was hier kommt. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Verflixt noch eins, nicht schon wieder. Wie viele von denen gibt's denn? Und dann auch noch im verflixten Palast. Wer hätte damit gerechnet? Mist. Und da sind keine Wachen, weil die sich gerade darauf vorbereiten, der weißen Königin ein blaues Auge zu verpassen. Das bedeutet, es liegt an uns, Olli. Jo, kein Problem.
Nur nichts überstürzen, Olli. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache und meine Gefühle liegen meistens richtig. Ja, also Bravely Default. Ich glaube, wir bleiben gleich beim 3DS. Da gab es nämlich einen schönen Zelda-Titel. Oh ja, Zelda A Link Between Worlds. Hat mir zumindest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wahnsinnig gutes Spiel. Soll ja der Nachfolger von A Link to the Past sein, wobei viele sagen eben nicht. Die anderen sagen, ja, ich glaube, der Nintendo Director hat damals auch gesagt, nicht ganz ein Nachfolger. Egal, ist, ja, man ist halt in der gleichen Welt wie in A Link to the Past. Man findet also die Orte wieder. Teilweise gibt es so Sachen, die es halt schon in Link to the Past gab und die findet man da wieder. Das ist ganz cool. Zum Beispiel die Personen sind teilweise noch an derselben Stelle. Das heißt natürlich auch, dass es nicht viel Neues zu entdecken gibt. Macht aber nichts. Die Welt ist echt schön. Der Stil gefiel mir sehr gut. Wow. Und vielen anderen zumindest auch. Das Spiel hat Höchstwertungen bekommen. Echte, richtig gute Wertungen. Es ist halt auch wieder so von der Oben-Ansicht, gefiel mir gut. Und dann gab es halt dieses neue Feature zum Bildwehren. Und am Anfang hatte ich so ein paar Probleme damit, weil die Rätsel waren echt gut. Aber ich habe dann halt vergessen, das Bild zu benutzen und konnte die Rätsel so nicht lösen. Was aber nur zeigt, dass das echt eine gute Sache war, diese Funktion. Aber irgendwann hat man es dann raus, man weiß, ja, hier kann man jetzt zu einem Bild werden und dann ist es nicht mehr so schwer. Insgesamt war das Spiel leider zu leicht. Ich hatte nur im Eistempel wirklich Schwierigkeiten. Ansonsten fand ich das eigentlich wirklich ziemlich einfach. Null Probleme. Macht aber nichts. Die Tempel, die Dungeons, die waren echt richtig schön. Es gab ein paar wirklich intelligente Rätsel. Es gab viel zu entdecken, viel nebenher zu machen. Ja, und die Geschichte war eigentlich auch ganz gut. Also das Ende, ja, man konnte sich's denken. Aber ich war so im Spiel drin. Ich habe das gar nicht, irgendwie, ich habe da gar nicht nachgedacht und war dann noch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Die Story wurde leider erst so ein bisschen gegen Ende richtig aufgefahren. Also sonst im Spiel wurde wenig von irgendwas erzählt. Das war ein bisschen schade, macht aber nichts. Auf jeden Fall, jeder Zelda-Fan sollte sich das Teil holen, wenn er den 3DS besitzt. Alle anderen Fans von solchen Spielen, ein bisschen Rätseleien und so. Auf jeden Fall, holt euch das Teil, es lohnt sich wirklich. A Link Between Worlds ist ein wirklich fantastisches Spiel, falls ihr noch keinen 3DS habt und Zelda-Fans seid. Ich weiß zwar nicht, ob es die Editions noch gibt, aber es gibt halt auch so ein 3DS im Zelda-Stil und der sieht auch richtig geil aus. Hätte ich nicht schon einen gehabt, hätte ich mir den gekauft. Ich habe immerhin eine Zelda-Hülle für den 3DS, also die man drum packen kann, dass er ein bisschen geschützt ist. Die sieht auch ganz cool aus. Ne, Zelda A Link Between Worlds, echt richtig toll. Es gibt zum Glück, das kann ich vorwegnehmen, es gibt einen Hero-Mode zum Glück. Da bin ich noch dran. Den habe ich jetzt noch nicht durchgespielt. Aber der ist schon wesentlich besser als der normale Modus. Der normale Modus ist zu leicht für Hardcore-Fans. Keine Chance, der ist einfach zu leicht. Das ist wirklich so ein bisschen für Einsteiger. Der Hero-Mode ist auch nicht unbedingt voll die Härte, aber immerhin ein bisschen mehr Herausforderung. Ein bisschen. Und diesen Typ kriegen wir ganz gut down. Ne, also kann man sich geben. Ja, kann man sich geben. Ich glaube, Fire Emblem war auch dieses Jahr, oder? Awakening? Ich weiß es gar nicht. War das dieses Jahr? Ich habe es auf jeden Fall dieses Jahr auch noch gespielt. Und ja. Oh, Mist, das habe ich nicht verteidigt. Ja, Fire Emblem halt, ne? Taktik-Rollenspiel. Ich habe es tatsächlich noch nicht durch. Ich hänge immer noch am letzten Level. Weil ich halt bis dahin alle Charaktere durchgeschleift habe. Es ist halt so, dass wenn man es leicht spielt, das Spiel, ist es kein Problem. Und wenn man es auf normal spielt, dann ist es halt Fire Emblem typisch. Wenn ein Charakter in einem Level besiegt wird, dann verlässt er die Gruppe. Und ich habe halt jeden scheiß Charakter bis zum Ende durchgezogen und das Ende ist halt so verflucht schwer. Ich glaube, man kann da gar nicht alle Charaktere behalten, aber ich will es halt.
Vielleicht sollte ich es einfach mal lassen und einfach mal durchspielen, fertig. Auf jeden Fall die Story richtig geil, die Szenen, die Zwischensequenzen richtig toll. Ja, die Strategie funktioniert super. Das Problem ist ein bisschen, es ist ziemlich leicht und plötzlich, urplötzlich wird es richtig, richtig schwer, wie ich finde. Also plötzlich wird es dann wirklich hart. Nichtsdestotrotz eine schöne Herausforderung, wie ich finde. Das macht mal Spaß, ein bisschen etwas Schwereres zu spielen. Und ja, also Fire Emblem-Fans werden sowieso glücklich damit. Strategiefans, glaube ich, auch bedenkenlos zugreifen, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Wirklich, wirklich. Das habe ich auch sehr viel auf dem 3DS gespielt. Dann habe ich dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben ein Animal Crossing Spiel gespielt, und zwar das New Leaf. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein ganz witziges Spiel eigentlich. Am Anfang hat es wirklich richtig viel Spaß gemacht. Leider, ja, es ist, dieses Spiel versenkt irgendwie so viel Potenzial, wie ich finde. Es sollte Sachen geben wie, dass man zusammen eine Stadt aufbauen könnte zum Beispiel. Also, man kann zwar in einer anderen Stadt von Freunden, aber man kann dann da irgendwie so wenig machen. Es sollte mehr Zusammenhalt da geben fast. Und das wäre für mich ziemlich cool, wie ich finde. Und es müsste halt einfach mehr geben irgendwie. Ja, es ist dieses Warten nervt halt immer, oder? Irgendwie kann man es halt nicht beschleunigen. Ich weiß nicht, ich bin halt ein Hardcore-Zocker. Und mich nervt es halt, wenn ich zuerst Geld sammeln muss. Und ich das nur anhand kann von Käfern sammeln oder Fische fangen. Ja, und das war es dann eigentlich auch fast schon. Und puh, das ist ziemlich anstrengend mit der Zeit, muss ich sagen. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll. Also ab und zu spiele ich es immer noch, aber ja, nicht mehr so aktiv, weil ich will halt alles gerne haben, aber muss immer so viel sammeln. Und es ist halt auch wirklich leicht, das Zeug zu sammeln, oder? Und deshalb finde ich das jetzt nicht so interessant. Am Anfang macht es wirklich Spaß. Ja. Ja, doch, also Animal Crossing Fans sind sowieso zufrieden mit dem Teil. Und wer noch nie ein Animal Crossing Spiel gespielt hat und das mal wollte, kann auf jeden Fall auch bedenkenlos zugreifen, denn es sieht auch wirklich schön aus, muss ich sagen. Es sieht hübsch aus, richtig knuffig. Das Echtzeitding und die Wetter, Jahreszeiten, das ist auch wirklich toll. Ich werde jetzt nicht zum Riesenfan von dem Spiel, aber ich kann sagen, dass man es spielen kann, definitiv. Ja, gab es auf dem 3DS noch was? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Was habe ich denn noch gespielt? Ach ja, One Piece habe ich noch gekauft. Weil, ihr wisst ja, ich bin ein riesen One Piece Fan. Und da kam jetzt Romance Dawn raus. Das gab es in Japan schon auf der PSP, wenn nicht hier, oder PS Vita. PSP oder PS Vita, bin mir nicht mehr sicher. Und was soll ich sagen, ich bin schwer enttäuscht von dem Spiel, aber so richtig schwer. Entschuldigung, ich muss ganz kurz husten. Ja, warum bin ich enttäuscht? Ganz einfach. Oh, Prismaschieren. Das Spiel ist halt nicht gut. Es ist wirklich nicht gut. Oh oh. Jetzt werde ich tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Boah, 209. Ich muss Oliver zurückholen. Der macht uns gerade fertig. Wir haben doch sicher noch eine Phönixfeder. Ja, 10, komm. Also, warum ist es schlecht? Erstens, was ich gut finde, die ganze Story ist wirklich drin. Die haben fast jedes kleinste Detail reingenommen. Also, wer One Piece nicht kennt, der kann genauso gut dieses Spiel spielen und kriegt alles von der Story mit. Alles. Aber wirklich alles. In was sich das zeigt, nun, bevor ich spielen konnte, musste ich 30 Minuten lang irgendeinen Scheiß lesen, bevor ich überhaupt den ersten Kampf machen konnte. Und der ging nach 2 Minuten rum und dann kam wieder 30 Minuten. Tja, was ich bei einem Metal Gear feiere wie blöd, ist bei einem One Piece scheiße. Warum? Weil sie es nicht animiert haben und schon scheiß kleinen Textkästchen steht das dann da. Und
Ja, was soll ich sagen? Das steht da und dann liest du 30 Minuten und das ist halt so öde. Ohne Synchronisation. Du hörst vielleicht ab und zu mal ein Au oder so. Das geht nicht. Sorry, das geht in der heutigen Zeit einfach nicht mehr klar. Solche Textkästchen, also wenn sie sich über so eine lange Zeit erstrecken, dann ist das scheiße. Ja, dass die ganze Story drin ist, schön und gut. Story hättet ihr verkürzen können, dafür ein paar Animationen rein. Also echt, ey, das geht nicht. Dann, die Kampfsteuerung ist beschissen. Das ist kein richtiges Kampfsystem. Das ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, das ist einfach Dreck, das ist Müll. Gefällt mir nicht. Es sieht auch nicht besonders hübsch aus. Leider, es sieht ziemlich schäbig aus. Ich habe noch nicht weit gespielt, weil man da einfach so viel lesen muss. Also ihr könnt die Mangas lesen, das ist viel besser. Und interessanter, man sieht viel mehr. Du siehst halt ein Bild, liest 10 Texte und dann kommt das nächste Bild, dann liest du wieder 10, 12 Texte. Und das ist so scheiße, ey, wirklich. Schade, schade, schade. Die Wertungen waren auch nicht sehr gut für das Spiel. Ich dachte einfach, hey, holst du die jetzt? Als One Piece Fan kannst du vielleicht über die Wertungen hinwegsehen, wie bei One Piece Pirate Warriors 2 oder One Piece Pirate Warriors. Aber bei diesem Spiel, ich krieg's nicht hin. Also, es ist wirklich schlecht. Es ist einfach schlecht. Schade. Verschenktes Potenzial. Weil One Piece Rollenspiel, hey, das hätte das Ding werden können. Ich mag Rollenspiele, ich liebe One Piece, viele andere tun das beides auch, oder? Lieben Rollenspiele und One Piece und das hätte die perfekte Kombi werden können. Wie konnten die das nur so verkacken, Alter? Das geht nicht. Die sollten sich echt mal was schämen. Schade. Wirklich schade. Und wenn wir bei One Piece sind, reden wir jetzt über One Piece Pirate Warriors 2 nach dem... mehr oder weniger grandiosen Vorgänger kam One Piece Pirate Warriors 2, haben wir zusammen gespielt, die einen haben es vielleicht gesehen, die anderen nicht, egal. Ich fand's okay. Es war definitiv viel schlechter als der vorherige Teil. Ich sag halt nochmal, was ich im Let's Play schon gesagt habe. Das Spiel hatte halt eine scheiß Story. Muss man so sagen, die Story war doof. Also kommt, bitte. Wenn man schon Fantasie-Stories macht, dann möchte ich bitte Stories, die sich in den Anime-Manga eingliedern können. Und nicht die Tatsachen und alles verdrehen. Nee, es war echt beschissen. Die Story war doof. Anschließend gab es nichts Neues. Es waren nur noch Territoriumkämpfe. Es gab wirklich nichts mehr Neues, außer diese blöden in dieses Territorium einkämpfe. Fand ich ätzend mit der Zeit. Richtig ätzend. Hui, wir haben es geschafft. Und ja, im Vorgänger gab es halt noch die ein oder anderen Rätsel. Die waren nicht super toll, aber es gab mehr zu entdecken. Jetzt ist es halt wirklich nur noch so, dass es heißt, nimm mal Territorium A ein, lauf mal zu Territorium B, verteidige Territorium C, nimm doch wieder Territorium A ein, weil du ja sowieso nichts Besseres zu tun hast. Meine Fresse, also ihr habt ja gesehen, dass am Ende des Let's Plays ging bei mir die Luft raus und ich hatte selbst nicht mehr so wirklich Bock auf das Spiel. Ja, es war okay für zwischendurch, gar kein Problem, nur es ist das Geld nicht wert, Leute, es ist das Geld echt nicht wert. Seht ihr es auf dem Grabbeltisch oder so, nehmt's mit für ein paar Euro. Gut, ja, zu zweit macht es auch ein bisschen Laune. Aber für den Vollpreis niemals, niemals, niemals. Da frage ich mich halt, ich bin halt auch ein großer Zelda-Fan und jetzt soll ja Hyrule Warriors nächstes Jahr rauskommen. Haben vielleicht der ein oder andere von euch mitgekriegt, das ist halt eine Mischung zwischen Dynasty Warriors und Zelda. Die krasse Story kann man ja schon mal nicht erwarten, klar. Es sah ganz cool aus, aber ich weiß nicht, ich weiß echt nicht. So Massenklopperei macht zwar Spaß, aber auf die Dauer irgendwie nicht. Und ich finde halt schade, wenn jetzt irgendwie Link so der Megatyp wird, der einfach 100 bis 200 gleich aussehende Gegner verkloppt. Also irgendwie... Nee, ich meine, andere begrüßen das derzeit tatsächlich, aber ich will noch nicht zu viel sagen, es kann echt gut werden. Ich sage auch, der Trailer sah eigentlich gar nicht schlecht aus, je nachdem.
Wenn er aber halt wie One Piece Pirate Warriors 2 wird oder so, dann... Nee. Nee, ich sehe es noch nicht ganz in das Zelda-Universum passen, aber... Na gut. Lassen wir uns überraschen, ne? Was gab es dieses Jahr noch? Natürlich hier, das beste Beispiel, Ni no Kuni, so ein schönes Rollenspiel. Ich bin nicht gerade der größte Fan von dem Kampfsystem, aber trotzdem, ich meine, anhand dessen, dass wir das Teil immer noch spielen, das zeigt ja, wie viel Spaß mir das Spiel einfach immer noch macht. Wirklich. Das Spiel ist toll, hat eine tolle Spielwelt. Ich liebe immer noch den Soundtrack, auch wenn mir mit der Zeit ein bisschen die Musik des Kampfes auf die Nüsse geht, weil es halt immer die gleiche Musik ist. Das ist ein bisschen schade. Da hätten sie zumindest 2-3 Themes machen können für die Kampfmusik. Trotzdem, tolles Spiel. Es sieht halt einfach auch schön aus. Die Anime-Szenen waren toll. Die Geschichte war toll. Nebenquests gibt. Oh, es war einfach für mich so das Rollenspiel 2013. Und ich glaube, für viele von euch auch. Für Japano-Fans war das einfach Spitzenklasse. Ja. Muss ich gerade gucken. Also dieses Jahr habe ich noch, wenn wir schon bei Rollenspielen sind, Dragon's Dogma nachgeholt. Ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber es ist überraschend gut. Es ist halt mittlerweile schon echt günstig, das Teil. Und kann ich jedem empfehlen, kann man sich mal holen, weil das Kampfsystem ist halt cool, dass man meistens an die Gegner, an die großen Gegner springen kann und hochklettern kann und die so niedermetzeln kann. Das ist irgendwie schon ganz cool. So wie in den guten alten Zeiten. Also das bei Shadow of the Colossus war. Da konnte man ja auch auf die Viecher hüpfen. Das wollte ich übrigens schon lange nachholen, dieses Spiel. Werden wir vielleicht auch noch als Let's Play machen. Also nicht nachholen, ich habe es gespielt. Ich meine, als Let's Play wollte ich es einfach irgendwann noch machen. So. Shadow of Colossus, wahnsinnig geiles Spiel und ja, leider hat das Dragon's Dogma so ein paar Schwierigkeiten und zwar erstens, die Welt ist geil, wirklich cool, es sieht nicht besonders schön aus, aber scheißegal, die Welt bietet was und das ist super, jedoch gibt es kein fucking Reisesystem. Es gibt einige, die sagen, ja super, kann man ja, die muss man gezwungenermaßen die Welt erkunden, ja schön. Aber wenn ich 4, 5, 6, 7 Mal den gleichen Weg laufen muss, der 20 bis 30 Minuten dauert, dann habe ich es irgendwann auch gesehen. Dann wünschte ich mir echt ein Reisesystem. Ich weiß nicht, wie konnten die das nur so verkacken? Ich meine, ich spiele ja zum Beispiel auch Skyrim. Also nicht mehr, aber ich habe auch Skyrim gespielt und ich habe sehr viel. Ich glaube, 4, 5, 6 Mal, weiß nicht, 4, 5, 6 Mal habe ich Fallout 3 durchgespielt. Und also mit vielen Nebenquests auch natürlich und so. Vielleicht nicht ganz alles erkundet, aber sehr viel. Und ja, da gibt es halt auch ein Reisesystem. Ich erkunde ja trotzdem, auch wenn es ein Reisesystem gibt. Warte kurz. Eine schwarze Kugel ist auf dem Pfad der Gräber erschienen. Okay, Pfad der Gräber. Komme ich da hin? Mit einem kleinen Zauber? Ja. Und ja, also bitteschön, Reisesystem hätte das sein müssen. Ich meine, man sucht die Stadt. Und wenn man sie gefunden hat, kann man halt dann später wieder in diese Stadt reisen. Warum nicht? Warum gibt's das nicht? Warum muss ich immer den gleichen Weg laufen? Es gibt nur Reisesteine. Aber diese Reisesteine, die bringen dich nur gezwungenermaßen in die Hauptstadt zurück. Sonst nirgends hin. Und das halt irgendwie ungeil. Finde ich nicht so toll. Also, das nervt ein bisschen am Spiel. Das hab mir gegen Ende des Spiels auch ein bisschen vielleicht versaut. Jetzt muss ich schnell gucken, wo ich überhaupt hin muss. Wahrscheinlich ganz nach oben, oder? Ja. Na gut, dann laufen wir halt den ganzen Weg. Aber ich nehme natürlich den Unsichtbarkeitszauber, weil das einfach einfacher ist. Wo haben wir ihn denn? Schatzsuche, Schatzkarte, Tarnung, hier. Ja, die Geschichte ist jetzt auch nicht so spannend, wie ich finde. Ja, sie unterhält ganz gut. Die Charakter... Das ist nicht dein Ernst, Mann. Die Charaktererstellung ist halt auch schön, wie ich finde. Kann man auch machen. Ja, insgesamt macht das Spiel schon Spaß. Es ist halt auch schade, dass eben das Problem ist dann auch...
bei den Routen, die man ja eben gezwungenermaßen wirklich fast immer wieder laufen muss, dass halt alle scheiß beschissenen Gegner wieder da sind. Du weißt halt jedes Mal, hinter der nächsten Biegung treffen wieder 5 Harpien auf dich, yay. Hinter der rechten Ecke kommt wieder ein Troll auf dich zu. Ja, das macht total Spaß. Irgendwann reicht es aber. Irgendwann reicht's wirklich. Tarnung? Ja, schade, schade für dieses Spiel. Also, es ist durchaus gut gelungen. Durchaus. Aber es hat auch viele Fehler. Eben wie das Reisesystem, dass die Viecher immer wieder am gleichen Ort spawnen, in der genau gleichen Anzahl. Irgendwie auch nicht so vorteilhaft. Was gab's noch? Ja, eben die schlechte Grafik, die stört mich nicht mal. Weil die Welt ist wirklich stimmig. Man kann schon einiges entdecken in dieser Welt. Finde ich gut. Das haben sie toll gemacht. Teilweise sind aber die Gegner auch richtig harte Säue. Also es ist auch teilweise ziemlich schwer, ne? Blöd ist halt auch, man muss immer... Ups. Ja, komm, dann machen wir sie fertig. Man muss immer daran denken zu speichern. Wenn ihr spielt und eine halbe Stunde lang zum Beispiel und dann stirbt und ihr nicht gespeichert habt, weil ihr speichert nur automatisch, wenn ihr eine Stadt betretet und die liegen halt sehr weit auseinander. Und wenn ihr halt zwischendurch nicht speichert, ja, dann könnt ihr gleich nochmal die ganze halbe Stunde nochmal machen und vergesse ich halt ab und zu. Mal eine Autospeicherung wäre nicht schlecht gewesen und nicht nur die Städte-Autospeicherung. Aber na gut, muss jetzt nicht unbedingt sein, es geht auch so, man muss halt einfach daran denken zu speichern. Wenn man wenigstens vor dem letzten Kampf neu starten würde, ne? Aber, naja, kann man nichts machen, ist halt so. Ja, trotzdem, Dragon's Dogma, echt ein schönes Spiel. Und weil es eben nicht mehr teuer ist, kann man sich das wirklich mal gönnen, finde ich. Tolles Spiel. Kauft euch das, wenn ihr noch ein Rollenspiel oder so sucht. Ja. Ach ja, was ich noch habe, es gibt halt bei der Ausrüstungsding, ich weiß nicht, ob man die besser selbst schmieden sollte. Wahrscheinlich. Weil ich habe halt schon seit Ewigkeiten die besten Sachen, die es beim Schmied gab. Und das sind nicht unbedingt die grandiosesten Sachen. Also da müsste es echt noch bessere Sachen geben. Es gibt irgendwie so wenig, finde ich. Greift mich der an? Nee. Greift mich nicht an. Sehr gut. Wie weit ist es denn noch? Ich benutze nochmal Tarnung. Was gab es dieses Jahr noch? Ach ja, ich habe dieses Jahr endlich Assassin's Creed 3 angefangen. Ja, ich habe ja diese krasse Edition. Die haben die einen oder anderen vielleicht von euch gesehen im Unboxing. Und ich habe es tatsächlich ein Jahr nicht gespielt, weil ich zuerst die Vorgänger durchspielen musste. Besser gesagt Revelations. Und ich fand halt Revelations scheiße. Und jedes Mal habe ich da irgendwie neu angefangen und jedes Mal hatte ich dann keinen Bock mehr drauf und habe irgendwann aufgehört und jedes Mal war ich so aus der Story raus, dass ich einfach wieder von vorne angefangen habe und irgendwann habe ich es einfach durchgezogen und dann endlich Assassin's Creed 3 und ich kann es nicht spielen, sorry. Sorry für alle Fans da draußen, ich entschuldige mich schon mal, das ist meine Meinung, die jetzt kommt, aber ich finde Assassin's Creed 3 richtig, richtig beschissen. Es gibt ja viele, die sagen, es ist richtig geil und es gibt eben die, die sagen, ey, nee, kann ich nichts anfangen mit. Also für mich ist bis jetzt, ich habe den 4. noch nicht gespielt, auf den freue ich mich, weil Piraten sind immer geil. Aber Assassin's Creed 2 ist bis jetzt für mich der beste. Und ja, und jetzt Assassin's Creed 3. Assassin's Creed war ja nie eine Serie, die besonders schwer war. Die war immer leicht und das war nie so besonders geil. Und was macht man, wenn es zu leicht ist? Ja, natürlich, man macht es noch leichter. Das war halt dumm. Also ich finde die Steuerung so verkackt, bitte. Wollte eigentlich flüchten. Sehr gut. Mit diesem, Blocken, ich glaube, Kreis war es, ne? Ja, Kreis, wenn dich jemand angreift, dann ist so eine Art Zeitlupe und dann kannst du Quadrat drücken und dann ist der Typ niedergestreckt. Okay, das war ein Bildausfall und ein echt langer.
Naja, ich finde das halt irgendwie zu leicht. Vorher war es schon leicht, aber das finde ich noch viel leichter. Da kommen da 20 Gegner auf dich zu und du machst Kreis, Quadrat, Kreis, Quadrat, Kreis, Quadrat. 20 Gegner liegen am Boden. Boah. Wie ätzend das mal ist, Leute. Und dann dieses blöde Rennen. Du drückst auf R1, glaube ich, ja. R1, dann rennt der Typ. Das war ja früher auch so, aber zum Klettern musst du dann zusätzlich noch X drücken. Okay. Nee, sie nehmen die X-Taste weg. Du rennst eine Straße entlang, bis zu nah an der Mauer, dann klettert der Scheiß-Typ einfach direkt hoch und ich will da gar nie hoch, Mann. Das regt mich so auf, ey. Richtig beschissen. Oh, verflixt. Das ist so ein Rissding, oder? Das hat uns gerade auch gefehlt, Mann. Ich wette, dass das der Grund ist, warum hier alles drunter und drüber geht. Wir sollten wohl in die saure Banane beißen und uns drum kümmern, was? Je früher wir das tun, desto schneller kommen wir hier raus. Gute Idee. Gib acht, Olli. Haben schlechtes Gefühl in meiner Laterne. Ja, also ich bin noch nicht weit. Ich finde Connor auch irgendwie doof. Also bis jetzt kann ich mit dem Typen gar nichts anfangen, ja. Ezio, also Assassin's Creed 2 hat einen geilen Einstieg. Das bei Assassin's Creed 3, also am Ende, das was halt nach der Vorgeschichte am Ende passiert, fand ich überraschend. Aber bis dahin fand ich es irgendwie tröge und öde. Und eben, mit Connor kann ich jetzt gar nichts anfangen. Der gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde die Welt auch weniger geil als Italien. Es sieht halt viel zu ähnlich aus, die Städte. Nee, ich bin kein Fan von Assassin's Creed 3. Ich muss es aber gezwungenermaßen durchspielen, weil ich will es auch durchspielen, bevor ich Assassin's Creed 4 spiele. Weil, ja, keine Ahnung, vielleicht passiert da ja was Wichtiges. Und dann muss ich das halt wissen, bevor ich den vierten Teil spiele. Wow, es ist schon fast hoch, krass. Oh oh. Ja, was habe ich dieses Jahr denn noch so gespielt? Ja, ich glaube, wir reden mal über das Wichtigste in diesem Jahr für viele. Über die Next Generation. Ja, über die Next Gen Konsolen oder Gen Konsolen. Auf der einen Seite die PS4, auf der einen oder auf der anderen Seite die Xbox One. Vorneweg, ich bin kein Xbox-Fan, beziehungsweise mich hat die Xbox nie interessiert. Ich bin halt ein Sony-Spieler. Fertig. Scheiße, ich konnte nicht abwehren. Hier könnten wir theoretisch verlieren jetzt. Ja, also von dem her, nichts gegen die Xbox One. Die Xbox One ist auf jeden Fall bestimmt gut. Und ich will auch nicht sagen, dass die PS4 besser ist. Ist mir eigentlich auch schnurzegal, wer hier wirklich besser ist. Muss aber sagen, dass das halt, ja, dass halt die Leistung etc. ist bei der PS4, wurde ja wirklich gezeigt, also wenn man es halt vergleicht, ein bisschen besser, aber das ist so wenig, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Insgesamt sind die beiden Konsolen ziemlich gleich. Ich habe auf der PS4 jetzt nur Battlefield 4, nicht 3. Finde aber Battlefield 4 sieht wirklich hübsch aus, bevor wir zum eigentlichen Spiel dann kommen. Und ja, ich hatte wirklich, glaube ich, 20 Minuten, bis ich die Konsole eingerichtet habe und Battlefield 4 spielen konnte. Also plus Installation von des Spiels, und das fand ich richtig geil. Ich meine, früher war das doch so, bei der PS3 war das so, dass du schon teilweise 2 Stunden hattest, bis du ein scheiß beschissenes Spiel installiert hast und dann besten Falle ist dir das doofe Teil abgeschmiert bei 99% und konntest du alles normal installieren. Das war eine Katastrophe bei der PS3, echt. Jetzt geht das richtig flott, finde ich gut. Ja, nee, ich bin mit der PS4 zufrieden. Also was beide Konsolen oder beide Publisher, Hersteller verschissen haben, also Microsoft und Sony, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist der Launch. Es gab keine Titel. Es gibt keine Titel, die wirklich zeigen, hey, das ist die Next Gen. Wir sind endlich in der nächsten Generation. Guckt euch mal an, wie geil das jetzt einfach mal ist. Gibt's nicht.
Das hätte wahrscheinlich Watch Dogs gezeigt, aber wurde leider verschoben. Die Rennspiele wurden verschoben, vor allem auf der PS4 gibt es derzeit wirklich nichts. Da gibt es Knack. Knack habe ich nicht gespielt, Knack hat mich nie interessiert. Knack ist irgendwie bei der Masse, das sieht man an den Wertungen, auch nicht angekommen. Dann gibt es Killzone. Werde ich mir irgendwann noch kaufen, wenn es aber billiger ist. Ich habe Killzone 1 gespielt, das ist aber lange her. Das fand ich cool. Killzone 2 habe ich tatsächlich nicht gespielt. Killzone 3 fand ich ein netter Shooter. Hat mir Spaß gemacht. Killzone 4 soll aber eben nicht so gut sein. Es sieht zwar geil aus, aber es soll eben nicht so bahnbrechend sein. Ich werde es dann sehen, wenn ich es mal spiele. Wahrscheinlich auch ein Let's Play davon machen, weiß ich noch nicht. Ja, und dann gibt's halt Battlefield 4 und... ja. Backfield 4, ne? Backfield 4, alter Schwede. Also, ich habe einen Spaß damit, auf jeden Fall. Es macht Freude, aber es ist definitiv viel schlechter als Battlefield 3. Die Karten sind halt irgendwie nicht mein Ding. Ich komme da nicht ganz rein. Rush-Karten gibt es überhaupt nicht. Also die Karten sind für Rush nicht geeignet, wie ich finde. Und Rush ist halt mein Lieblingsmodus. Ich spiele derzeit halt viel Eroberung jetzt. Sind aber nicht teilweise die Karten auch scheiße für Eroberung, wie ich finde. Ich finde es halt doof, dass die Karten teilweise so verwinkelt sind, dass man oben an einem Punkt sitzen kann und von oben alle abballern kann. Man stirbt halt so ziemlich viel. Es gibt nicht richtig, richtig gute Deckungen, gibt es nicht, wie ich finde. Dann, Battlefield 4 ist es meiner Meinung nach so, dass man, wenn man nicht gute Waffen hat, etc., also wenn man am Anfang steht, dann ist man ziemlich gearscht. Das war man in Battlefield natürlich auch schon, klar, weil die anderen halt bessere Sachen haben. Aber ich finde, in Battlefield 4 fällt das nochmal deutlich, deutlich mehr auf, wenn einer bessere Waffen hat. Also kannst du vor ihm auf ihn schießen und er wird dich trotzdem töten. Das ist halt irgendwie ungeil. Wenn du ihm schon dein halbes Magazin reinlässt und dann schießt er und du bist tot. Nach zwei Schüssen. Das regt mich immer auf. Ja, insgesamt eben. Es gibt halt geile Sachen bei der Karte, wie das Haus, das dann einstürzt und so. Finde ich wirklich cool gemacht. Dabei laggt es aber auch dann ziemlich. Also Eroberung mit wirklich 64 Leuten ist das, glaube ich, ne? Maximal, ich weiß gar nicht. Das laggt auf der PS4 so sehr. Das geht teilweise echt nicht. Pistolero, cool. Finde ich irgendwie nicht so cool. Insgesamt macht es mir Spaß. Die Einzelspielermäßige Kampagne habe ich noch nicht durchgespielt. Die soll ja auch nicht so gut sein. Weil die machen wir dann als Let's Play. Genau wie Battlefield 4 auch im Multiplayer. Dann kommt auch noch als Let's Play. Ich werde euch das dann schon zeigen. So, das hätten wir auch geschafft. Kann ich jetzt hier reisen? Ach Mist. Okay, wir müssen zuerst aus dem Dungeon hier rausgehen. Ja, insgesamt Battlefield 4 ist okay. Was aber wirklich, wirklich richtig geil ist auf der PS4 ist Razogun. Oder Razogun. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und jetzt werden sich wahrscheinlich viele von euch fragen, hä, ich habe eine PS4, aber ich habe keine Ahnung, was Razogun ist. Was soll das sein? Ich habe das nirgends gesehen. Erkläre dich. Ja, mache ich doch gern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn man halt online sein will, also online spielen will, muss man halt jetzt bezahlen. Ich habe das getan. Ich habe mir schon mal ein Jahresabo gekauft. Das ist halt PlayStation Plus. 64 kostet das, glaube ich, für ein Jahr. Ich finde, es ist okay. Es ist teuer. Ja. Aber meine Fresse. Ja, dann halt, komm. Stecke ich euch das Geld halt in den Arsch. Man muss ja auch dafür sagen, auf der PS3 war es noch gratis. Während das bei der Xbox ja damals schon nicht mehr war. Also von dem her, okay. Ja, ich bezahl's. Ist mir auch egal. So, dafür hat man ein paar coole Sachen, weil man PlayStation Plus Mitglied ist. Gibt's halt ein paar Spiele gratis oder Preisnachlässe. So, Entschuldigung. Und eines der Gratis-Spiele, die man sich im Store holen kann, ist Razogun. Kann man auch sonst kaufen ohne PlayStation Plus Mitglied. Kostet es einfach, glaube ich, 15 Euro. 14, 13 Euro. Irgendwo darum. Und das ist halt so ein kleiner Shooter. So ein Arcade-Shooter.
du fliegst halt immer so im Kreise rum und musst ab und zu so ein paar Menschen retten und da kommen halt immer mehr Gegner auf dich zugespammt. Und die Steuerung ist super leicht, halt wirklich arcadisch, ne, das kennt man ja. Und fuck, macht das Teil Spaß, fuck, macht das Spaß, den Highscore nochmal zu knacken. Fuck, sieht das Spiel geil aus, weil wenn die Gegner zerspringen, dann fliegen da ganz kleine, viele kleine Würfelchen rum. Und wenn du zum Beispiel, wenn jetzt da 30, 40 Gegner kommen, egal, dann kann man, man hat aber nur eine begrenzte Anzahl, so eine Bombe zünden und dann regnet es halt nur noch kleine Würfelchen, die da, sich dann über den Boden ergießen und wirklich schön sich aufstapeln etc. Das sieht richtig, richtig gut aus. Wirklich, auch wenn es jetzt nicht eine realistische Grafik oder so ist, aber wow, sieht das teilweise geil aus, finde ich. Schöne Effekte. Ich muss schnell gucken, wo wir hin müssen, sorry. Wir gehen jetzt nach, ist auf der nördlichen Seite des Schädelbergs erschienen. Okay, was noch? Triefenden Tiefen. Kann ich da hinreisen? Ja, dann gehe ich dahin. Nee, richtig, richtig geil das Spiel. Also es können auch viele spielen irgendwie, weil eben, ich habe es meiner Schwester gegeben, die hatte auch direkt Spaß daran, weil es ist halt leicht zu spielen, oder? Und macht halt Spaß, dann misst man sich gegenseitig. Schade, dass es keinen Splitscreen-Modus gibt, der hätte echt noch sein müssen. Das gibt halt nur in Online-Koop. Nichtsdestotrotz ein geiles Spiel, ein bisschen wenig Levels, aber hey, also wer ein PlayStation Plus Mitglied ist, der kann sich das Teil ja eh holen, weil gratis. Und alle anderen sollten sich vielleicht mal ein paar Bilder ansehen, wenn euch das Deal gefällt. Ey, dann zieht euch das Ding. Also ich finde, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ah, ich hab derzeit mehr Spaß mit der Resogun als mit Battlefield 4. Und viele andere sehen das genauso wie ich. Also bei den großen Spielezeitschriften etc. kann man lesen, dass Resogun extrem geil ankommt. Das ist dann witzig, weil die großen AAA-Titel, die haben verkackt. Und dann kommt so ein kleines, klitzekleines Spielchen wie Resogun und stellt sich als wahnsinnig geiles Spiel heraus, das alles in den Schatten stellt, was es derzeit auf den aktuellen Konsolen, also auf der Next-Gen-Konsole gibt, vor allem auf der PS4. Und das finde ich total witzig halt. Ich hätte nicht mit dem gerechnet, als ich es mir geholt habe. Geiles Spiel, wirklich. Sucht dich gerade ein bisschen. Was gab's denn dieses Jahr noch? Auf was haben wir uns noch gefreut? Was haben wir gespielt? Tomb Raider 2013. Gab es bei mir ja auch als Let's Play und ich bin ein Tomb Raider Fan. Ich liebe die alten Spiele, auch wenn die letzten nicht mehr so toll waren. Aber Legends zum Beispiel war wahnsinnig geil. Das erste Tomb Raider ist immer noch cool irgendwie. Ja, und dann kam Tomb Raider 2013, das alles ein bisschen ins rechte Licht rücken sollte, ne, ein bisschen neu alles machen wollte. Ich hätte es wissen müssen, Mann, noch so ein Riss. Das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen die Monster in der Gegend hier so fuchsteufels wild sind. Sollen wir uns das mal aus der Nähe ansehen, Olli? Ja, klar. Pass auf, Olli, ich habe bei der Sache ein komisches Gefühl. Meine Laterne kribbelt. Hui, deine Laterne kribbelt. Welcher Gegner war das nochmal? Die Schlange, oder? Ja. War der schwer? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss kurz husten, sorry. So, da bin ich auch schon wieder. Ja. Tomb Raider. Wie gesagt, ich fand den Neuanfang sehr cool. Vor allem, weil ich auch die deutsche Synchronstimme halt von Lara, also gesprochen von Nora Tschirner, so geil fand. Es war halt Hammer. Nora Tschirner ist cool. Und ja, die hat das so toll synchronisiert. Super. Die Grafik war echt hübsch, auch wenn es teilweise ein bisschen matschig war. Aber insgesamt war die halt wirklich verdammt schön. Wirklich verdammt schön. Die Story war auch wirklich gut. Hat mich gefesselt. Was mich halt gestört hat, sind diese vielen Schießereien gewesen. Besser gesagt, die Schießereien gingen noch. Aber es wurden gegen Ende zu viel.
Ich hätte noch ein bisschen mehr Rätsel, noch ein bisschen mehr Kletterpassagen. Die hätte ich mir noch gewünscht. Dann wäre das Spiel absolut perfekt gewesen. Leider haben sie ja jetzt eine Portierung gemacht auf die PS4 etc. Finde ich irgendwie kacke. Keine Ahnung. Anstatt ein Tomb Raider ein zweites zu machen, machen sie halt... Oder haben sie jetzt nur eine Portierung gemacht des ersten Teils. War irgendwie so ein bisschen lame, finde ich. Nun gut, ich hoffe, es wird einen nächsten Teil geben. Das wünsche ich mir echt. Und ja, ich kann nicht viel dazu sagen. Ich habe alles schon im Let's Play gesagt damals. Und ich bin wirklich zufrieden mit diesem Spiel. Das hat mir viel, viel Freude gemacht. Ja. Ich fand die Art von der verweichlichten Lara am Anfang des Spiels weint sie ja viel und dann wird sie voll die taffe Frau, die alles wegballert, aber irgendwie war mir das fast ein bisschen egal. Ja. Also, mich hat es nicht so sehr gestört. Hätte es eben noch ein paar mehr Rätsel und so gegeben, dann wäre es perfekt gewesen. Dann kam dieses Jahr, glaube ich auch, ja, es war dieses Jahr, Metro Last Light raus, das wir auch zusammen gespielt haben und Mann, war das Teil geil. Ich habe ja Metro 2033, bin ich am Lesen und hab's selbst nur als Let's Play bei Yuga gesehen, aber ich fand das damals halt schon, Metro 2033 fand ich halt so ein geiles Spiel und Metro Last Light ist einfach nochmal besser. Die Atmosphäre ist wow, die ist so cool, die Shooter-Elemente funktionieren, es sieht nicht immer perfekt aus, aber hey, das fällt nicht auf, weil die Stimmung in diesem Shooter ist einfach der helle, helle Wahnsinn. Bedrückender Shooter mit ein bisschen Horror drin, mit coolem Gegnerdesign, geiler Geschichte, mit ja, es kann auch sehr schwierig werden, wenn man es eben auf die gute Weise lösen möchte und fast niemanden umbringen möchte und so, dann wird das Spiel echt knackig und schwer. Es ist ein Hammerteil. Spielt das unbedingt, unbedingt selbst mal. Natürlich nur, wenn ihr volljährig seid, versteht sich von selbst. Müsst ihr einfach tun. Dann haben wir noch, jetzt kommen wir mal zu ein paar Titeln, die ich noch nicht gespielt habe. Ich glaube, das Spiel, über das die meisten dieses Jahr reden oder geredet haben, ist GTA 5. GTA 5, ja. Oder GTA 5, wie auch immer. Ich sage immer GTA. Ich habe Vice City gespielt. Vice City habe ich wirklich geliebt. Ich finde halt auch diesen Stil cool, den sie da hatten mit den Hawaii-Hemden und so als 80er-Jahre-Zeugs. Das ist halt mein Ding irgendwie. Dann kam San Andreas. War ich ehrlich gesagt nie der Fan von San Andreas. Ehrlich nicht. Ich mochte dieses Gang-Zeugs überhaupt nicht. Und jetzt GTA 5. Ich habe GTA 4 und so nicht gespielt. Ich bin eben auch kein großer GTA-Fan eigentlich. Die anderen Spiele haben auch nicht mir gehört. Deshalb, ja, habe ich sie auch nur gespielt. Selbst nie gekauft oder so. GTA 5 sehe ich als Let's Play bei Gronkh und Sarraza derzeit. Und ja, was soll es? Ich muss halt sagen, wow, beeindruckend, was man alles in diesem Spiel tun kann. Echt. Großes Lob an Rockstar, das ist wirklich krass. Die Story ist, ja, an einigen Stellen ganz interessant. Es gibt coole Charaktere, wie ich finde. Kann man alles machen. Dann gibt es halt Trevor, den die einen lieben, die anderen hassen ihn. Die anderen hasslieben ihn oder lieb hassen ihn, je nachdem. Trevor finde ich auch ganz witzig meistens, ja. Manchmal nervt er mich aber doch ziemlich. Also selbst spielen will ich den Trevor eigentlich nicht, wenn ich dieses Spiel habe. Jedenfalls. Nee, also GTA 5 geht schon in Ordnung. Doch. Es interessiert mich immer noch nicht zum selber spielen, muss ich sagen. Weil, einfach kein GTA-Fan. Ich bin der Saints Row-Typ. Aber. Ja, wenn's mal billiger wird, irgendwo, dann werde ich es mir auf jeden Fall auch holen. Dann kommt halt GTA Online. Was viele spielen. Am Anfang hatten sie Probleme und. Das Teil ist schon ganz witzig. Ich finde halt die Polizei ein bisschen übertrieben, wie Gronkh und Sarraza auch. Das nervt mich manchmal beim Zugucken, dass da nur noch Polizei rumhängt, weil man irgendwas Kleines verbrochen hat. Und ansonsten finde ich es halt schade, dass man viel versprochen hat, aber gar nichts davon bis jetzt gekommen ist. Das kommt erst alles noch. Das finde ich ein bisschen scheiße, wie sie da gezeigt haben, hey,
man kann gemeinsam planen, wie man eine Bank ausraubt und ja, das dann durchziehen. Nö, Pustekuchen gibt's bis jetzt nicht. Das kommt jetzt erst. Das finde ich halt so ein bisschen... Ja, es war halt irreführend. Und ein bisschen gelogen halt. Man hat halt groß angepriesen, obwohl es das noch gar nicht gibt. Fand ich ein bisschen schade. Ja, es gibt halt noch zu wenig Möglichkeiten in GTA Online. Man kann halt viel Scheiße bauen, wenn man kreativ ist. Aber insgesamt bietet die das Spiel zu wenig. Das, der Online-Modus. Zu wenig, ich meine, nicht zu wenig von dem her, dass man halt nichts machen kann, aber zu wenig von dem her, was sie halt versprochen haben. Und dann Bioshock Infinite. Darf ich jetzt nicht viel zu sagen? Ich habe es auch nur als Let's Play beim Kronk gesehen. Ich musste es unbedingt noch spielen, kam einfach noch nicht dazu. Geiles Teil. Vom Shooter-Spiel her halt irgendwie nicht so spannend, wie ich finde. Die Shooter-Dings ist sogar ein eher schlechter Shooter, würde ich sagen. Vor allem, weil man die Fähigkeit nicht unbedingt wirklich benutzen muss. Es ist einfach zu leicht. Aber die Story, what the hell, Mann? Die Story, die war so krass. Ich sag nichts zu Story, keine Sorge, keine Spoiler. Aber fuck you, geil. Schon beim ersten Bioshock war am Ende ja so, mein Fuck. Aber beim dritten, alter Schwede. Krass, wirklich, richtig krass. Haben sie fantastisch gemacht, richtig geil. Muss man auf jeden Fall noch selber spielen, muss ich dann auch machen, weil... Die Hälfte blickst du eh noch nicht durch, wenn du das einfach einmal siehst. So, dann hätten wir das auch geschafft. Gehen wir zurück. Der war ja super leicht. Ja, nee, Bioshock Infinite, geil. Muss ich so dringend noch nachholen. Die Spielwelt gefiel mir auch sehr gut. Bioshock hatte das halt das Problem, dass die Charaktere, dass sie irgendwie nur 3-4 Charaktere haben und die halt dauerhaft gespammt werden. Also wenn du... In die Stadt kommst, dann siehst du halt an jeder zweiten Ecke den gleichen Typen. Das finde ich so ein bisschen schade, weil sie halt nicht so viele Charaktere im Spiel haben. Hätten sie doch wirklich ein paar mehr machen können. Das verstehe ich nicht so ganz, dass die wirklich immer gleich aussehen müssen. Es gibt, glaube ich, nur zwei Kinderarten, halt ein Mädchen und einen Jungen. Und diesen Jungen siehst du gefühlte 1000 Mal in diesem Spiel. Ist Meckern auf hohem Niveau, könnte man aber echt mal ändern, wie ich finde. Aber sonst, geiles Teil, sieht auch wirklich echt hübsch aus. Columbia gefiel mir auch echt gut, muss ich sagen. Und Soundtrack war auch cool, alles top, haben sie nicht viel wirklich falsch gemacht. Also, großer Titel dieses Jahres. Ja, und die PS3 wurde ja von einem wunderschönen Titel verabschiedet. Und zwar von The Last of Us, das wir zusammen gespielt haben. Und Mann, war das Teil geil. Ja, am Anfang hatte ich ja meine Zweifel. Ich war verdammt gehypt, wie viele andere auch, weil ich halt einfach die Uncharted-Reihe liebe. Ja, und dann kam The Last of Us. Und am Anfang dachte ich mir nur so, ja, ist ja nett. Ist jetzt irgendwie nicht so geil. Ja, das wisst ihr ja noch, vielleicht die es gesehen haben. Fand ich wirklich uncool. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Wir reden gleich weiter. Tagebuch. Ja, komm. Schwarze Kugel auf der nördlichen Seite des Schädelbergs. Okay. Suchen wir es mal. Komm. Werden wir schon finden. Ja, und dann am Anfang war es halt so, hey, du schießt dich ein bisschen durch. Da sind überall diese Typen, die du fertig machen musst. Oh, da ist sie ja schon. Und ja, das ist jetzt irgendwie doof. Vor allem, weil die Typen halt auch ständig Knarren in der Hand halten. Und du bekommst nie Munition. Also jedes Mal, wenn du die tötest, dann... Pja, dann haben die anscheinend keine Munition mehr. Schau mal da, Olli. Noch so ein verfluchter Riss. Ich wünschte, die würden endlich mal Ruhe geben. Ich habe ja total Geduld, aber sogar ich habe irgendwann genug. Und die Risse gehen mir auf den Senkel. Hab gute Lust, den Krempel hinzuwerfen. Tröpfchen, sowas darfst du nicht sagen. Wir müssen etwas unternehmen. Schon gut, Junge, immer mit der Ruhe. Ich habe nur Spaß gemacht, okay? Nur ein kleiner Feenscherz. Also gut, bist du bereit für ein bisschen Action? Na, sowas von. Action Satisfaction. Pass auf, Wolli, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Nee, aber dann, wenn... Haben wir gegen den schon mal gekämpft?
kann mich gerade nicht ändern. Sieht aber böse aus. Alter. War das der Drache, dem auf die... den man auf dem Schiff bekämpfen musste? War das der? Huch, das wollte ich nicht. Ich glaube ja, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dann irgendwann kamen endlich dann die Klicker und die Infizierten und ab dann... Ab da wurde es richtig geil. Mich hat es zwar immer genervt eben, dass viele Typen mit Pistolen kamen und man selbst immer zu wenig Muni hatte. Und das halt dann nur ganz wenige Munition fallen ließen. Das war irgendwie ungeil. Das war halt spieldesigntechnisch absolut grottenschlecht. Nichtsdestotrotz, die Story war super gut. Die Charaktere waren geil. Man hat wirklich ab und zu mitgelitten. Vor allem Ellie fand ich super witzig. Ich fand Ellie so geil, aber wirklich so geil. Ich hab die gefeiert. Ja, dann kommt der Moment im Spiel, in dem man, ja, in dem etwas mit Joel passiert. Keine Sorge, Leute, er überlebt das Spiel. Aber ich find's eigentlich schade. Ich muss sagen, ich find's schade, dass er überlebt hat. Ja, hätten die Entwickler gesagt, nee, Joel stirbt jetzt, das wäre so krass gewesen. Ich hätte das so gut gefunden, wenn sie es wirklich durchgezogen hätten. Klar, hätte ich scheiße und schade gefunden. Weil Joel war cool oder ist cool, aber irgendwie hätte das nochmal so krass gemacht. Trotzdem, ohne Joel hätte das Ende nicht funktioniert und das Ende war halt auch super. Ich sag nichts dazu, keine Sorge. Aua. Ne, ich finde so die erste 2 Stunden rund, finde ich das Spiel doof, aber ab dann zieht es stetig an und es wird richtig, richtig geil. Es ist halt alles nicht so perfekt. Es gibt viele Designschwächen etc. Aber es sieht halt auch wirklich schön aus. Man kann über die Designschwächen echt hinwegsehen, wie ich finde. Doch, hat mir gut gefallen. Es war unter meinen Erwartungen, muss ich gestehen. Ich war da zu fest gehypt etc. War nicht ganz zufrieden mit dem Spiel. Nichtsdestotrotz hat es mich sehr gut unterhalten. Und dann kam ja noch Beyond Two Souls, das ich gefeiert habe. Ich bin ja ein Riesenfan von Heavy Rain und Fahrenheit und Fuck You war Beyond Two Souls geil. Jodie Holmes, gespielt von Ellen Page und Nathan Dawkins, gespielt von dem brillanten Willem Dafoe und Kacke, haben die das gut gemacht, das war so toll. Ich fand die Story so spannend und mitreißend. Ich habe mit den Charakteren mitgefiebert, mitgelitten. Ihr wahrscheinlich auch. Geht's auch bei mir aus Let's Play. Ihr habt es sicher auch gesehen. Und ja, ey, ich war mit dem Spiel so absolut zufrieden. Ich habe nichts zu meckern an dem Spiel. Überhaupt nichts irgendwie. Mir hat das von vorne bis hinten einfach nur Spaß gemacht. Und es war eine meiner Lieblingsspiele 2013. Viele mochten's, viele nicht, kann ich verstehen, ich find's cool, es führt dich ein bisschen zu sehr an der Hand, finde ich vielleicht. Man hat halt Entscheidungsfreiheiten, aber manchmal denkt man, man hat Entscheidungsfreiheit, aber hat es in Wirklichkeit nicht und man sieht das nicht immer. Das haben die Entwickler ganz geschickt gemacht. Trotzdem, Beyond Two Souls war super cool. Auch mit den unterschiedlichen Händen etc. Dann kam ja letztens das DLC raus. Das war ein bisschen schäbig. Viel zu teuer. Vielleicht kommt da noch mehr. Ich hoffe, es wäre cool. Wenn nicht, dann halt nicht. Trotzdem, ja, ich freue mich auf neue Spiele von Quantic Dream. Weil die machen halt diese interaktiven Spiele von ihnen. Ich finde die halt... Ich finde die wunderbar. Ich liebe die, ehrlich gesagt. Einige mögen sie nicht. Viele mögen sie sogar nicht. Viele finden, das sind keine echten Spiele. Ich finde schon. Doch, war cool. Gab es denn sonst noch was 2013, dass ich viel gespielt habe? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Was habe ich denn noch gespielt dieses Jahr? The Walking Dead Season 2 kam ja noch raus, ne, letztens.
Habe ich noch nicht gespielt, habe ich erst als Let's Play beim Sarazar und bei Thrash Hasmani gesehen. Und es war halt geil, ne? Kann man gar nichts dazu sagen, war saugeil. Ich habe halt die erste Staffel schon gefeiert, wie blöd. Und die zweite hat halt wieder so krass angefangen. Boah, ich hätte heulen können wegen dem Anfang, aber echt, ey. Es geht gar nicht klar, ihr Drecksentwickler. Oh Mann. Na gut. Aber auf jeden Fall cool. Ja, es ist halt ein Action-Adventure irgendwie, aber ein Point-and-Click-Adventure. Der Comic-Stil, der Cell-Shading-Stil, den gefällt mich jeden. Ich liebe den wirklich über alles. Ich finde den super cool. Und ja, es sieht halt, es sieht cool aus. Die Story ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Also, tolles Spiel. Ja, ich glaube, wir sprechen mal darüber, was denn nächstes Jahr so bei mir laufen wird. Wir werden einige tolle Spiele spielen, auf die ich mich derzeit freue. Unter anderem, ganz groß, werden wir Metal Gear Spiele spielen. Nicht, ja, aus dem Grund heraus besser gesagt. Wegen Metal Gear Phantom Pain und wie ist der andere? Es gibt da zwei dann. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der zweite heißt. Scheiße. Ja, Entschuldigung, aber ihr wisst, was ich meine. Auf die Metal Gear Spiele freue ich mich halt riesig. Ich bin Metal Gear Fan. Metal Gear Solid ist geil. Und da werden wir einige Metal Gear Spiele spielen, weil ich finde einfach, die müsst ihr gesehen haben, Leute. Die müsst ihr unbedingt gesehen haben. Das sind echte Perlen teilweise. Gerade Metal Gear Solid 3 ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Geil, geil, geil. Müsst ihr gesehen haben. Ja. Dann, was wird noch kommen, auf das ich mich freue? Kingdom Hearts 3 kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr, ne? Auf jeden Fall möchte ich vorher noch Kingdom Hearts 1.5 spielen, also den Remix. Oder die Neuauflage des ersten Teils, auf den habe ich echt Bock. Das kommt auf jeden Fall. Keine Sorge, das kommt vielleicht schon bald. Und ja, nächstes Jahr dann auch Batman Arkham Origins. Bis dahin werden wir mit Arkham City fertig sein. Yay! Und vielleicht sogar Deponia, hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Aber was gibt es denn an neuen Spielen, auf die ich mich freue? Huch, ich bin fast tot. Ich muss mich schnell konzentrieren, sorry. Wow, wow, wow. Alter, reiß dich zusammen. Warte kurz. Okay, wieder da, sorry. Ja, was wird's Neues geben? Auf der PS4 hoffe ich im Jahr viele coole Titel wie Watch Dogs. Habe ich Bock drauf zu spielen. Ihr sicher auch. Battlefield 4 wird hoffentlich besser werden, damit wir das richtig gut spielen können. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Final Fantasy! Obwohl, ich weiß nicht, ob ich das Let's Playen werde, weil eigentlich sollte ich die Vorgänger noch... Ja, nachholen. Besser gesagt, ja, auch Let's Playen. Weiß ich nicht. Ich habe die halt gespielt, aber ob ich jetzt die Let's Playen soll? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall kommt ja noch so ein, wie hieß es? Dragon Ball Battle C? Battle C? Glaube ich. Auf das habe ich auch richtig Bock, auf das neue Dragon Ball Spiel. Werde ich auch Let's Playen. Muss sein, Leute. Dragon Ball ist geil. Und ich habe eh mal versprochen, Dragon Ball Spiel zu spielen. Dann wird es auf jeden Fall das sein. Ja, wir haben es geschafft. Ansonsten fällt mir nicht mehr viel ein. Was gibt's denn noch? Ich hoffe halt auf ein Red Dead Redemption 2. Das wäre so schön. Aber vielleicht nicht nächstes Jahr. Vielleicht ein bisschen später. Es gibt halt viele Titel, die kommen. Aber ich habe gerade keinen Plan, welche. Ja, nee, kann ich euch gerade nicht sagen. Wir lassen uns am besten auch ein bisschen überraschen, ne? Es gibt viele Titel, die ich Bock habe, viele Titel, die ich nicht Bock habe. Und ich hoffe auf ein paar mehr geile Rollenspiele vielleicht noch, die wir spielen. Ach, genau, Dragon Age 3. Alter, ich bin so ein großer Dragon Age Fan. Werde ich aber wahrscheinlich nicht Let's Playen, weil ich bin halt der Typ, der die Dragon Age Spiele liebt. Vor allem Origins.
Und ich habe die halt von hinten bis vorne durchgesuchtet. Das heißt, ich habe jedes verschissene Gespräch mitgenommen. Ich habe die Bücher gelesen teilweise, nicht alle, aber viele. Und ja, die Bücher könnte ich zum Beispiel auslassen, aber die Gespräche nicht. Ich liebe die Gespräche in diesen Rollenspielen. Und das würde halt bedeuten, dass wir viele Folgen auch einfach nur reden würden. Und das passt vielen nicht. Deshalb kann ich das unmöglich let's playen. Weil ich spiele das dann teilweise, weil das halt schon 90 Stunden oder so dann sind, die man spielen kann, die spiele ich halt dann nicht gleich wieder. Und das heißt halt, dass ich die auch für mich das erste Mal spiele und halt nicht vieles weglassen will. Das kann und will ich einfach nicht. Wenn jetzt ein paar sagen, na, ich spiele das doch einfach, lass halt die Gespräche weg, kannst du sie ein anderes Mal spielen. Nee, das kann ich nicht. Ich komme ja selbst nicht mehr dazu, viel zu spielen. Ach ja, über den Überraschungshit hier, den muss ich noch schnell quatschen, bevor ich hier Schluss mache. Catherine, habe ich ja dieses Jahr auch Let's Played und scheiße, war das geil, Game geil. Viele von euch hat es auch gefallen, vielen von euch, und ich fand es halt super cool irgendwie. Abgedreht, geile Spielmechanik, sah cool aus, der Stil gefiel mir, die Rätsel waren knackig und es war so crazy und verrückt und Japan-like und das Ende, was zum Fick, ey, was ging denn da ab? Aber geiles Teil. Catherine war für mich so eine Perle dieses Jahr, hat mir einfach nur unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, ich habe viele Titel bestimmt vergessen dieses Jahr, die ich gespielt habe, die ihr gespielt habt. Schreibt mir auf jeden Fall eure Spiele 2013 rein. Welche haben euch am meisten Spaß dieses Jahr gemacht? Und welche haben euch vielleicht enttäuscht? Mich haben ja noch enttäuscht Alien Colonial Marines, so. Fand ich richtig übel scheiße. Schade, weil ich ein riesen Alien-Fan bin. SimCity habe ich nicht gespielt, habe ich beim Gronkh gesehen, sah kacke aus. Also halt die Mechaniken etc. hat halt alles nicht gestummt. Dann Dead Space 3 habe ich auch nur als Let's Play gesehen, aus gutem Grund, weil das Spiel scheiße war. Ich fand die Story scheiße, ich fand die Spielmechaniken scheiße, es gab keinen Horror mehr. Mochte ich nicht. Als Let's Play auch nicht, habe mich teilweise echt gelangweilt. Resident Evil 6 habe ich auch als Let's Play gesehen. Scheiße, scheiße, mega Grütze. Resident Evil 5 war schon. Es war noch okay, aber Resident Evil 6, meine Güte, war da schlecht. Alter, das ist doch kein Horror mehr. Und vor allem diese eine Kreatur, die da immer wieder kam mit Leon. Immer größer. Boah, das war ja so ätzend, aber so ätzend. Falls ein Resident Evil 7 kommt, bitte, bitte, bitte weg von dieser Shooter-Mechanik. Es war ja fast nur noch ein Shooter. Will ich echt nicht. Geht zurück zu den Anfängen oder zumindest zurück. Ups, da bin ich gegen das Mikro gestoßen. Entschuldigung, voll im Rage-Mode. Zumindest zurück zu Resident Evil 4, denn Resident Evil 4 liebe ich. Übrigens, da mache ich auch ein Let's Play 2014. Das muss unbedingt sein. Viele mögen Resident Evil 4 auch nicht so. Ich liebe es. Mag aber auch die alten Spiele. Und ja, immerhin bitte zurück zu Resident Evil 4. Ich habe übrigens noch, genau, das muss ich noch schnell sagen, Resident Evil Revelations? Bin mir gar nicht mehr sicher. Doch, ich glaube, es hieß so. Das auf dem 3DS, das habe ich gespielt und. Ja, verdammt! Es geht doch! Es geht doch! Das war so ein geiles Spiel! So ein tolles Resident Evil! Warum kriegt ihr das auf der Konsole nicht hin? Ich begreif's nicht! Da habt ihr alles richtig gemacht. Es war unheimlich. Ich habe mich teilweise erschrocken. Die Atmosphäre war ja so super geil. Die Steuerung geht nur mit dem Circle-Pad, weil sonst ist es mies. Aber die Charaktere waren auch gut. Die deutsche Synchro war jetzt nicht so toll, aber die Story war auch ziemlich gut. Und ja, es war halt bedrückend. Man hatte irgendwie schon Angst. Das hatte ich bei Resident Evil 5 zumal gar nicht, weil halt nur helle Orte. Und bei Resident Evil 6. Ja, nee, wieso? Da ballerst du ja eh nur noch. Gut, das fällt bei Resident Evil 4 ja gegen Ende auch weg, weil du da nur noch ballerst. Aber trotzdem, Resident Evil auf dem 3DS funktioniert wunderbar. Das ist besser als Resident Evil 5 und besser als Resident Evil 6 zusammen. Tolles Spiel, das wollte ich noch sagen. Ja, ich glaube, das war's dann für heute. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ne? Kommt gut ins Jahr 2014. Nehmt euch so ein paar Vorsätze, die ihr sowieso nicht einhalten werdet, genau wie ich. Ich habe sie, glaube ich, noch nie eingehalten, meine Vorsätze, aber komm, egal. Hauptsache, du hast irgendwelche genommen. Vielleicht hältst du ja trotzdem ein paar ein, ne?
Und ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei auf diesem Kanal, wenn es hier 2014 wieder richtig losgeht, wir durchstarten werden. Ich hoffe wirklich, du und ihr da draußen, einfach alle hier auf diesem Kanal in der Community. Also du und du da hinten und du da. Ja, du da ganz hinten. Komm doch ein bisschen zu uns. Du bist auch gemeint nämlich. Du bist ja auch herzlich willkommen und ich hoffe, du bist dann auch wieder hier mit dabei. Wie gesagt, schreibt mir eure Spiele 2013 bitte in die Kommentare. Würde mich freuen. Vielleicht muss ich da noch einige nachholen. Schreibt mir auf jeden Fall noch rein, was würdet ihr gerne als Let's Play sehen. Outlast kommt übrigens auch noch, wollte ich sagen, aber erst auf der PS4, weil ich ein Consolero bin. Und ja, war ein geiles Jahr mit euch, Leute. Habe ich gefeiert. Noch 100 Abonnenten zum Ende des Jahres. Ihr seid die Größten, ey. Ihr seid einfach super. Kann ich gar nicht genug Danke sagen. Ich danke euch von ganzem Herzen und auf ein geniales 2014. Ciao, Leute. Hat Spaß gemacht. Bis dahin.